Dienstagnachmittag im Bunker. Pfeife entspannt zur Katzenmusik. Gäste müssen. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. War zwar sehr cool gepostet, aber ich habe das 1, 2, 3 nicht gesehen und nicht gehört. Das geht gar nicht. Verdammt, okay. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Mega, das geht so runter. Ein weiterer Spielbericht hier in unserer Kampagne und jetzt endlich ist es soweit, ich kann auch eingreifen. Ich werde das Spielfeld betreten, denn wie ihr ja vielleicht gesehen habt in der letzten Mission, hat der Tibo zwar ganz gut was looten können, aber er ist leider nicht an das Nest gekommen, was er eigentlich unbedingt haben wollte. Ja. Und jetzt ergibt sich vielleicht gleich was, das versteht man dann, wenn man es irgendwie sieht. Und deswegen würde ich sagen, also die Warband kennt er schon, der Dennis ist hier. Der spielt nämlich heute die NPCs und macht das alles gleich, dass das geil ist. So. Und meine Warband ist ja neu, die stelle ich nachher dann nochmal im Detail vor. Beim Tibo hat sich ein bisschen was geändert, der kann dann dazu gleich auch noch was sagen. Aber das machen wir gleich, denn ich würde euch gerne einmal zeigen, wo ich starte, wo ich hier einsteige. Und dann gibt es vielleicht auch eine sinnvolle Mission, die sich dadurch ergibt. Bis gleich. Ja, hier ist wieder die Karte, bekannt vom letzten Mal. Es ist immer noch so, im Norden mit zwei rosa Flaggen befindet sich der Dennis daneben, der Herr Pfeife mit zwei hellblauen, im Westen zwei orangene Russenflaggen einer irren Schweinemetzgerfamilie. Und im Osten hat der Tibo ja versucht, Fuß zu fassen. Hat er auch. Hier auf seinem Heimatfeld ist er gelandet mit der gelben Flagge. Ich werde als Startfeld mit meiner Warband das Feld direkt neben ihm wählen. Und deswegen stelle ich da schon mal meinen Nieder hin. Und als Farbe werde ich wählen. Ein paar sind ja noch zur Auswahl. Oh, danke schön. Ich werde wählen. Doch, man sieht es. Gold. Denn ich habe einen Bandit King. Meine Warband war schon immer in diesem Krater. Und also ich sag mal, hier läuft nichts, ohne dass er nicht davon weiß. Und deswegen goldene Flagge. So. Auf dem Feld starte ich. Und ich würde gerne Richtung Nest gehen. Was machst du denn? Komm ich doch mit. Kommst du doch mit. Okay. Und wie genau das abläuft und was sich da vielleicht ergibt, das machen wir gleich am besten hier in-game. Wir haben das Spielfeld vom letzten Mal, nämlich den Schrottplatz mit dem Nest, was ja ziemlich von NPCs verseucht ist, war ja auch noch am Ende des Spiels so. Die haben wir jetzt nicht mehr aufgestellt, weil die haben sich teilweise verbuddelt und so weiter. Aber wir werden, da wir auch zu zweit spielen, nicht nur zu zweit auf dieser einen Platte spielen, sondern wir werden hier gleich noch ein bisschen anbauen. Und dann erstmal schauen, wie denn so der Weg zu diesem Schrottplatz abläuft, wenn doch beide Warbands gerade da hingehen wollen. Und bevor das gleich alles ist, der Dennis, der kann sich da was Geiles überlegen gleich, stelle ich euch gleich mal meine Warband vor und dafür baue ich mal eben um. Thank you.
Ja, hier seht ihr meine Start-Warband. Ich habe mich für Raider entschieden bei dieser Kampagne und als Leader habe ich einen Bandit King. Ich habe 199 Punkte bezahlt für diese vier Figuren. Und was genau das ist, das erzähle ich euch jetzt. Meine Warband, genannt The Machine Shop, weil in der Nähe war irgendwie mal eine Werkstatt, also stand oben drauf, Machine Shop. Deswegen hat man beschlossen, sich genau so zu nennen, was auch immer die Bedeutung davon ist. Und es gibt noch was dazu, denn übrigens das, was ihr im Hintergrund hört, hängt mit dem Nest zusammen, wo wir gleich versuchen hinzukommen. Man hört zwischendurch immer mal das Viech, welches da haust. Na, jetzt gerade hört man es nicht so gut, es wird etwas überlagert, aber vielleicht sehen wir, dann hören wir es gleich nochmal. Auf jeden Fall zu meiner Warband. Die sind da gestartet in einem Machine Shop. Und haben da sogar auch was mitgenommen. Da kommen wir aber gleich zu. Denn erstmal muss ich euch meinen Leader vorstellen. Der Leader meiner Warband ist Stepano mit seiner Katze, genannt der Don. Und folgendermaßen stellt sich das regeltechnisch dar. Eigentlich ist er relativ so, wie er hier ist, auch ausgerüstet. Er ist ein Bandit King und hat die normalen Stats eines Bandit Kings. Hat an Ausrüstung eine Large Caliber Shotgun, eine Riot Armor. Ja, ist relativ schwer zu erkennen, aber als Bandit King kannst du nicht ungerüstet rumlaufen. Deswegen trägt er das alles unter seinen Klamotten. Er hat einen, und jetzt kommt der Don ins Spiel, er hat eine Heavy Weapon, die als Natural Weapon gilt. Das heißt, er muss nichts irgendwie umswitchen, Shotgun wegpacken oder ähnlich, weil die Heavy Weapon oder der Natural Weapon, das ist die Katze. Die ist nämlich ziemlich aggro und ja, wenn der Don halt mal Stress hat, so im Nahkampf, dann kommt die Katze ins Spiel und geht mal richtig steil und hilft ihm einfach. Der Don und natürlich damit zusammenhängend Stepano der Bandit King kosten 120 Punkte, das ist nicht gerade günstig. Aber deshalb musste ich halt schauen, dass der Rest meiner Warband noch relativ günstig ist. Er umgibt sich jetzt gerade noch nicht mit seinem wirklich inneren Zirkel. Ich habe zwei Rank and Files dabei und einen Specialist. Kommen wir zuerst zum Specialist. Das ist nämlich Lindsay. Lindsay ist ein Maniac. Und ja, die Statline von Maniac ist ziemlich krank, auch mit einem ziemlich guten Defense-Wert. Das sieht man ihr jetzt nicht so an, aber Junge, wenn die abgeht, dann geht die ab, aber so richtig. Einfach nur ausgerüstet mit zwei Light Weapons. Nicht sonst, keine Rüstung, kein gar nichts. Brauchst du nicht. Die gehen einfach richtig ab im Nahkampf, hoffe ich. Ja, dann haben wir ein ganz spezielles, besonderes Modell hier. Nämlich, hier ist er. Und es ist Philip the Fisherman, genannt Fischer. Ja, alles klar. Du Spacko. Die Story zu ihm geht so. Also im Wasteland ist es ja eigentlich relativ heiß. Deswegen fragt man sich vielleicht zu Recht, man weiß es nicht, warum er in so einer kompletten Ölmontur hier rumläuft, die schön wasserdicht ist. Auch schweißresistent, weiß ich nicht, aber schweißdicht auch. Auf jeden Fall schöne Stiefel noch dabei. Ja, er hat auch sein Netz dabei, ein riesiges Paddel. Im Moment, vielleicht versteckt sich darunter auch eine Harpune, man weiß es nicht. Ein Pfeil, der ist auf jeden Fall noch nicht aktiv, ebenso wenig wie das Netz. Er ist halt ein Fischer und das hängt damit zusammen, irgendwo im Krater, also ich weiß nicht, ob es da mal einen See gab oder nicht, oder was überhaupt ein See ist, wissen die auch nicht. Auf jeden Fall haben sich da Docks gefunden mit so kleinen Booten, die da rumlagen. Und bei diesen Booten war verschiedenes, ja, ich nenne es mal Equipment. Ein Teil war dieses Metallpaddel und es erschien dem Typen hier als eine recht gut geeignete Waffe. Ich weiß auch gar nicht, wieso er eigentlich eine, es ist wahrscheinlich eine Sonnenbrille, weil es ist echt immer eigentlich heiß, also braucht man eine Sonnenbrille. Er hat auf jeden Fall dieses Paddel mitgenommen und dachte sich, oh komm, damit das mal irgendwie so einen Style hat, nehme ich doch direkt auch noch das Netz, was da rumliegt und die Klamotten. Die hat er nämlich in so einem Boot gefunden. Und er findet die so gut und er hatte vorher immer Probleme mit Sonnenbrand, die hat er jetzt definitiv nicht mehr, wo er die Klamotten anhat. Da kommt nämlich gar nichts durch, also Hitze schon, aber halt Lichtstrahl nicht wirklich. Und deswegen läuft er halt so, wie er hier aussieht, durchs Wasteland.
Er ist ausgerüstet mit einer Heavy Weapon und einer Scrap Armor, denn dieses fette Ölzeug, was er anhat, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass, wenn jetzt jemand ankommt mit so Hieb- und Stichwaffen, das prallt fast so einfach an diesem Zeug ab. Er ist ein Wrecker, damit ein normaler Rank and File, aber eher auch auf Nahkampf ausgelegt, ne, mit einem ganz guten Melee-Wert. Finde ich super. Ja, und dann haben wir das kleine Teil, was aus dem Machine Shop mitgenommen wurde. Es ist ein Mongrel. Mongrel bei Raiders sind ja eigentlich so Tiere oder so. Ich benutze auch das ganz normale Profil eines Mongrels und er zählt auch als Tier. Aber die Geschichte war so, es gab da einen kleinen Karton, auf dem stand X1236 Typ 1. Das ist auch der Name von ihm. Und der Karton war sehr unversehrt, das war sehr nett. Und als sie den Karton aufgemacht haben, war da so ein kleines zusammengekauertes, sah am Anfang aus wie ein Ball, etwa Fußball groß, bisschen größer vielleicht. Auf jeden Fall gab es einen leicht, ich würde fast sagen, fluoreszierenden Knopf. Stepano konnte nicht anders, als auf diesen Knopf zu drücken, denn er leuchtete und leuchtete. Und dann ist er hin, hat auf diesen Knopf gedrückt. Und auf einmal entfalteten sich hier diese, ich will es nicht Tentakel nennen, diese Fühler und die kleinen Beinchen. Und X1236 Typ 1 erwachte zum Leben und schloss sich fortan dem Stepano an und begleitete ihn auch immer noch. Und ganz günstige Figur eigentlich. Es ist einfach nur Mongrel ohne jegliche Ausrüstung. Mongrel hat automatisch Natural Weapons dabei. Das sind wahrscheinlich die kleinen Fühler mit den Zangen hier dran. Und damit ist meine Warband schon komplett. Ich bin bei 199 Punkten und bin mal echt gespannt, wie das jetzt so läuft. Weil diese Large Caliber Shotgun ist, glaube ich, ziemlich cool. Aber alles andere, mal sehen. So, der Dennis ist ja schon noch nicht ganz fertig. Deswegen nutzen wir vielleicht mal die Zeit. Ich mache mal hier einen kleinen Cut. Der Tivo kann noch mal erzählen, was denn vom letzten Spiel bis jetzt mit seiner Warband passiert ist. Ja, also richtig viel ist nicht passiert, aber ein bisschen schon. Hauptsächlich wurde eingekauft und zwar hat Roland beschlossen, nachdem er letztes Mal umgehauen wurde, es ist ganz cool, eine Rüstung zu tragen. Er hat sich also eine Riot Armor gekauft. Außerdem fand er es auch gut, wenn man im Nahkampf ist, braucht man eine Nahkampfwaffe. Also hat er sich auch eine Nahkampfwaffe gekauft. dann Axton fand die Idee ziemlich gut, hat also ebenfalls eine Riot Armor und eine Light Weapon sich besorgt. Außerdem hat er festgestellt, Roland hat irgendwie mehr getötet als er, also braucht er ein besseres Gewehr. Also hat er sich gleich ein großes Kaliber an sein Gewehr gesetzt. So. Dann Lilith. Lilith hatte genug Punkte, um aufzusteigen. Hat sie auch gemacht. Und hat sich die Fähigkeit Psychic Battery besorgt. Das bedeutet, sie kann zwei Psychic Powers pro Zug benutzen. Und hat außerdem noch eine kostenlose Psychic Power dazu gekriegt. Das ist der Healing Touch. Okay. Das hat sich getan. Hört sich eigentlich ziemlich gut an, also relativ stark. Deine beiden starken Typen mal hier haben jetzt also beide gute Knarren und Riot Armors. Ja, richtig. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was wir dagegen oder damit machen können. Wie viel Punkte hat deine Warband jetzt? Ich bin jetzt insgesamt bei 261 Punkten. Oh, krass. Nicht schlecht. Okay. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder da, schauen uns dann mal das Spielfeld an und Dennis übernimmt das Kommando, da freut er sich schon drauf. Ja, wir haben schon eine Menge ausgewürfelt. Hier ist der Schrottplatz von gerade mit einer Menge Markern. Wir hatten hier gesagt, 4 Encounter plus ein W8. Auf den W8 waren es aber nur 2. Das heißt, insgesamt sind jetzt hier 6 Random Encounters. Im Moment noch verdeckt als Geräuschmarker.
Es gab drei Stellen zum Looten. Einmal hier drin. Irgendwie muss da was sein, wo die Würmer waren. Hier oben in der Karre, hier im Kofferraum dieser Karre ist noch was. Ja, und jetzt kommen wir zum neuen Teil, nämlich dem Weg zum Schrottplatz. Das stellt sich so dar, dass hier eine alte Straße lang geht, die irgendwie hier aufhört, wo der Schrottplatz anfängt. Und eine kleine, möglicherweise verlassene Siedlung am Rande ist, mit nochmal vier Random Encounters. Nee, drei oder vier? Drei? Vier. Vier. Hier ist einer, da ist einer, hier ist einer und hier direkt auf der Straße ist einer. Zweimal könnte man looten, einmal hier oben drin, wobei hier an diesem Pfeiler eine Strickleiter hängt. Und einmal hier, direkt auf dem Weg. Und es wird so sein, wir werden von hier starten. Auch in 6 Zoll, weil es sind ja zwei Platten. Trotzdem sind es nur 8 Runden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, ne? Die Mission ist so genauso wie vorhin auch dann beendet, wenn das Nest erfolgreich gelootet ist. In dem Moment, egal wer wo im Nahkampf ist oder sonst was, ist das Spiel einfach vorbei. Und wenn am Ende von Runde 8 das nicht passiert ist, also spätestens am Ende von Runde 8, dann ja, ist die Mission wiederum nicht erfolgreich. Mal schauen, wer hier dieses Feld dann gleich besetzt. Also wir kämpfen jetzt gerade quasi beide um dieses Feld. Wir würfeln jetzt nochmal live für euch aus, wer anfängt mit Aufstellen. Derjenige stellt dann erst eine Warband auf und so weiter. Und dann sind wir gleich nochmal da. 9 für die Banditen, 7 für die Survivor. Ne? Okay, dann würde ich sagen, mache ich nochmal kurz aus. Wir stellen alles soweit auf und gucken dann gleich mal, wie das dann aussieht. Hier vorne sind wir aufgestellt. Meine Warband hat sich so verteilt, dass sie auf ihren maximal möglichen 6 Zoll immer stehen. Fischer ist hier, X1236 Typ 1 ist hier und Lindsay ist hier. Mein Leader Stepano mit dem Don steht hier, weil gleichzeitig, wo sie selbst hier eingetroffen sind, um hier einfach mal durch zu Baldovern und ein bisschen Loot zu sammeln, wie sie es halt so machen als Raider, kommt hier so ein komischer Typ um die Ecke mit erhobener Knarre und hat zwei ein bisschen eigenartig aussehende Leute mit dabei. Also sowas hat Stefano vorher noch nicht gesehen und deswegen hat er sich auch direkt mal dahin gewandt und schaut, was denn da so Sache ist. Ja, was ist da Sache? Was wird das hier? Da ist ein Nest und die teure Lilith. Ja, das fassel ich mich natürlich. Die hätte gerne ein Küken aus diesem Nest, ein Vogel. Und einer Dame kann man in diesem Zeit natürlich nichts abschlagen. Und deshalb sind wir nochmal auf dem Weg, nachdem wir gerade vor einiger Zeit zurückgeschlagen worden sind von verfluchten Würmern, versuchen wir es erneut. Moment, Moment. Du kommst hier in mein Land am Geburtstag meiner Tochter und erzählst mir irgendwas von einem Nest. Was soll ich damit anfangen? Ich weiß nicht. Wir können ja einfach sagen, du gehst in diese Richtung und ich gehe in die andere Richtung. Also ich gehe zum Nest und du gehst woanders hin. Wenn hier jemand woanders hingeht, mein Freund, dann bist du das ja wohl, weil mein Plan jetzt eigentlich ist, hier hinten dieses Nest und damit auch dieses Gebiet zu sichern, so wie ich es hier schon seit Generationen tue. Und ja, jetzt, ich weiß auch nicht. Also so langsam regt mich das auf. Du kommst hier angeschissen, willst mir hier irgendein Nest klauen. Das läuft nicht. Also ich brauche dieses Gebiet, auf jeden Fall. Du brauchst das Gebiet? Mhm. Ich muss meinen Machtbereich doch ein wenig ausweiten. Das Gebiet will ich ja auch gar nicht haben. Das interessiert mich gar nicht. Ich will nur das Nest.
Okay, ich glaube, damit kann ich leben. Deswegen würde ich sagen, dieses fantastische Gespräch wird an diesem Punkt von meinem Leader, also mit Handschlag natürlich besiegelt, abgebrochen. Er geht wieder zu seiner Warband. Und folgendermaßen ist jetzt der Plan und die Mission. Im Prinzip so, wie vorhin gesagt, es geht um dieses Nest. Und in der Theorie sind wir noch verfeindete Warbands. Deswegen wird es auch so laufen, wenn einer von beiden die Aktivierung verliert, ist der andere dran. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Spiel hier so entwickelt. Und ich würde sagen, wir machen das wieder, weil das ist jetzt hier echt eine Menge Stuff und eine Menge Marker und Figuren. Wenn was Besonderes passiert, blenden wir nochmal ein. Ansonsten spielen wir jetzt einfach mal die Runde. Dann kann der Dennis nämlich auch entsprechend entspannt reagieren und mal gucken, was so mit den Markern ist. Ich weiß ja nicht, zum Beispiel könnte ja hier jetzt schon Sichtlinie bestehen. Vielleicht auch nicht. Na, bei dem hier oben auf dem Dach besteht keine Sichtlinie. Da geht es eher nach Geräusch. Ja, okay. Also einen gewissen Abstand, ich würde mal sagen 3 Zoll. Ja, wenn geht es dann das etwas auf dem Dach hört, was da kommt, macht es große Ohren und kommt raus. Dann wäre da vielleicht noch die Sichtlinie auf der Straße. Aber das, wie gesagt, das gucken wir jetzt alles gleich, zocken einfach mal eine Runde und sind dann vielleicht nach Runde 1 wieder da. Bis gleich. Runde 1 ist vorbei und ja, kurze Zusammenfassung. Ich fange bei mir an, weil ich nämlich in einem durch meine gesamte Warband aktivieren konnte, immer erfolgreich. Der Fischer ist nach vorne gelaufen, hat den Blob aufgedeckt und ihn sofort mit seinem Paddel kaputtgeschlagen. Irgendwie ging das ganz gut. Dann ist der kleine Roboter Mongrel hier vorgelaufen, hat dabei, weil ich es echt übersehen habe, hier oben den anderen Geräuschmarker getriggert. Das war ein Wild Mutant. Er ist aber einfach weitergelaufen. Stepano hat seine Pumpgun durchgeladen, ihn sofort darunter geballert. Das hat echt alles super funktioniert. Sie ist tatsächlich nicht erfolgreich aktiviert worden, ist also einfach nur einmal nach vorne gelaufen. Und dann ging es rüber zum Thibaut. Der hat alle erfolgreich aktiviert, ist komplett vorgerückt mit seinem ganzen Trupp, ist hier schon fast am Loot. Psychic hat hier so ein bisschen Deckung bezogen und der Leader hinterher. Ja, und dann waren die NPCs dran. Zufällige Bewegung mit einem W8, so wie wir das in den letzten Spielen auch gemacht haben. Und da ist es so ausgekommen, dass der Geräuschmarker, der vorhin hier war, hier oben aufs Dach gekommen ist. Innerhalb von 3 Zoll vom Fischer, deswegen wurde er aufgedeckt und herausgekommen ist, zufällig ausgewürfelt, El Chupacabra. Er sieht so aus. Das ist einer da. Wenn der dir zu nahe kommt, dann saugt er dich aus, denn der Chupacabra hat Vampiric Drain oder so, also ja, so eine Fähigkeit, wo er irgendwie Lebenspunkte abzieht. Keine Ahnung, oder Defense, man weiß es. Defense. Ja. Der Geräuschmarker, der hier im Kofferraum lag, ist durch irgendein Tunnelsystem oder so bis hier hingekommen, wo vorher der andere war. Hierhin gab es ein paar geringfügige Verschiebungen auf der zweiten Platte. Und ja, Runde 1 ist zu Ende. Wir sind in etwa bis auf Hälfte der ersten Platte haben wir schon hinter uns gebracht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es so weitergeht, denn wir müssen ja zum Nest. Wir würfeln jetzt noch live aus, wer beginnt mit der zweiten Runde. Da haben die Banditen den dunkelblauen Würfel und der Thibaut mit seinen Survivors so einen anderen Würfel. Ich habe eine 2, du hast tatsächlich... Soll ich das nochmal würfeln? Ja, mach mal. Ist eine Kippe eher. Ja, ist eine Kippe. Ist eine 1. Es bleibt trotzdem bei einer 1. Thibaut hat es mit seinen Würfeln nicht so. Das heißt, ich fange wieder an und wir machen dann gleich wieder eine Zusammenfassung und sind dann zurück. Runde 2 ist zu Ende und ich habe meine Waffe gejammt, konnte nicht den Chupacabra abknallen. Alle anderen sind weiter vorgerückt, hier leider nur mit einer Aktivierung. Der Chupacabra ist runtergekommen und hat den Fischer angegriffen, nicht erfolgreich, aber die sind jetzt im Nahkampf gebunden. Mongo ist hier vorne, nicht in 3 Zoll zu dem Marker, die haben wir natürlich auch schon random bewegt. Und der Thibaut hängt gerade mit seinem Leader hier oben, 1 Zoll vor diesem Spalt, denn er ist da hochgeklettert, erfolgreich, aber na, wie gesagt, er ist noch nicht ganz oben, er hängt da.
Und seine Psionikerin hat hier erfolgreich gelootet. Und eine Armbrust gefunden. Das ist sehr glorreich. Er hier hat mich erfolgreich aktiviert, hatte nur eine Bewegung, ist deswegen einfach nur ein Stück nach vorne gelaufen. Ende Runde 2. Hier besteht noch Nahkampf und wir müssen mal gucken, wer jetzt anfängt. Oh, 1 gegen 4. Das heißt, der Tivo fängt mit seinen Survivor an und wir sind dann gleich wieder da. Runde 3 ist vorbei und es ist einiges passiert. Erstmal ist er hier runter auf die Schnauze gefallen, er hat sich aber nicht verletzt, ist wieder aufgestanden, steht da unten. Ich habe es nicht geschafft, den Chupacabra wegzuhauen, hatte Pech mit meinem Mongol, der einen Raider angreifen wollte, war zum Glück keiner in Reichweite, nur in Sichtlinie, nämlich er, deswegen ist er zurückgerannt. Er hat seine Pumpgun nicht entjammt, weil er nur eine Aktivierung hatte und der ist einfach mal ein Stück nach vorne gelaufen, damit es mal vorangeht. Freundlicherweise hat der Psyker hier seinen Psychic Bolt auf den Chupacabra geschossen, so angelegt, dass ich nicht getroffen wurde, weil wir sind ja hier gerade Verbündete, sehr geil. Es hat alles funktioniert, der Chupacabra ist gestorben, mega, er hat einen Kill dafür. Dann wurde hier weiter vorgerückt, weil wieder nur eine Aktivierung. Random-Bewegung für die Encounters, er ist hier in den Weg gelaufen, da hinten einer ist ein kleines Stückchen vorgerückt mit 2 Zoll, er ist jetzt da und es haben schon insgesamt diese zwei und dieser Encounter tatsächlich die Platte verlassen durch die zufällige Bewegung. Deswegen ist eigentlich die Bahn frei, aber ich glaube, die Zeit wird etwas knapp. Reicht sich schon mal. Koordination mit dem Führer. Reicht sich nicht aus. Okay. Ja, und wir fangen an mit Runde 4. Wir würfeln einmal, wer anfängt. Beide ein Crit, also beide nochmal. 2 und eine 6. Das heißt, der Tivo fängt wieder an. Wir räumen ein bisschen das Spielfeld auf, machen mal Runde 4 und sind dann gleich wieder da. Runde 4 ist vorbei und Tibo hat einfach ein Händchen dafür, in Nester zu stechen. Deswegen hat er jetzt hier, nachdem er erfolgreich hochgeklettert und erfolgreich gesucht hat, ein Skorpionennest entdeckt und es sind 2 kleinere Mutantenskorpione erschienen. Einen hat er direkt gekillt mit seinem Psioniker. Stimmt gar nicht. Der Psioniker hat es nämlich genau nicht geschafft. Der hat sich nämlich zweimal eigentlich fast selber verwundet, aber zum Glück ist nichts passiert. Der Schütze unten, ohne erfolgreiche Aktivierung, aber trotzdem einfach weggeknallt, das Viech. Mega. Ich habe meinen Chef wieder nicht erfolgreich aktivieren können, konnte also nicht den zweiten Skorpion wegschießen. Und sie hat erfolgreich aktiviert, war aber in einer schlechten Position, um hoch und chargen zu können. Deswegen ist mein Mongol einfach mal, hatte diesen Geräuschmarker gecharged, sie hat sich direkt angeschlossen, er ist nicht reingekommen. Ich habe es aber nicht geschafft, den den Big Skeeter, der da erschienen ist, wegzukloppen. Er hat aber im Gegenzug, als er sich versucht hat zu wehren und sie angegriffen hat, auch nichts machen können. Deswegen ist da noch ein bestehender Nahkampf. Dann wurde da hinten dieser Marker random technisch genau an den Rand bewegt. Und der andere Marker ist hier mit dem Sand da oben drauf und einer ist dahinter. Da beim Eingang. Okay, Runde 4 ist vorbei. Wir müssen einmal würfeln, wer anfangen darf. Ein Crit. Nee, das ist eher Kippe, ne? Und Tibo schmeißt den Würfel runter. Ja. Mando. Eine 3 und eine 1. Das heißt, ich fange an. Yep. Wir bewegen uns in Runde 5 und dann sehen wir uns gleich mit der nächsten Zusammenfassung.
ist passiert. Mein Leader hat es nicht geschafft, den Ratskorpion abzuknallen. Das hat Tiros Leader dann gemacht. Hier gab es einen längeren Kampf mit dem Big Skeeter und der Fischer hat es gerichtet. Er hat seinen dritten Kill geholt und das Paddel dem Skeeter einfach durch dieses Gesicht gezogen. Kein Problem. Hier vorne wurde weiter vorgerückt und was hat eigentlich dein Psycho gemacht? Der hat Psycho Blast gemacht, aber keine Wunde zugefügt. Okay, denn hier oben ist ein Chupacabra erschienen, nachdem, wie heißt der Arnold? Nee, Exton vorgerückt ist. Der Chupacabra-Schnecke ist dann hier hochgesprungen, runtergefallen auf den Kopf und hat im Nahkampf tatsächlich Exton ausgeschaltet. Dementsprechend kommen wir jetzt gleich in Runde 6 und müssen einmal würfeln, wer denn anfängt. Dafür nehme ich diesmal einen anderen Würfel, nämlich diesen. Ich habe eine 4, du hast einen Crit. Also fangen die Survivor an und wir schauen mal, wie es weiterläuft. Ende Runde 6 und es ist Folgendes passiert. Der Leader hat jetzt endlich mal glorreich geburstet in den Chupacabra rein, hat zweimal getroffen. Zu dem Zeitpunkt wusste der Tibu aber noch nicht, ob das reicht oder nicht, denn er hatte erfolgreich aktiviert, war also weiter dran mit seiner Inni, hatte seinen Psionika aktiviert, ist einmal nach vorne gelaufen, um mal weiterzukommen. Er wird gerne Healing Touch machen und seinen Typen wiederbeleben, aber dafür muss man im Base-Kontakt sein. Deswegen ist er nur einmal vorgelaufen, hat zur Sicherheit Psychic Bolt auf den Chupacabra gemacht, unerfolgreich. Danach wurden ja, weil Inni Wechsel war, weil er keine Figuren mehr hatte zu mir, danach wurden dann die Schüsse abgehandelt und ja, Junge, mit Stärke 6, Stärke 7, der Leader, kein Problem, erster Schuss, bam, Chupacabra sofort weg. Das heißt, Weg ist soweit frei, das ist ganz cool. Mein Leader hat wieder nicht erfolgreich aktiviert, steht deshalb nur hier. Alle anderen sind gerannt, was das Zeug hält. Lindsay ist hier rumgelaufen, steht jetzt vor dem Loothaufen. Sie muss also gleich einmal da rein und dann wühlen. Der Fischer theoretisch ebenso, der ist aber ein Stück hier rumgegangen. Und mein Mongrel, X1236 Typ 1, ist hier über das Auto auf diesen Zaunpfosten geklettert. Runtergejumpt erfolgreich, weitergerannt, bis auf diese Leiter, weiter ist er nicht gekommen. Hier vorne war vorhin ein Geräuschmarker, er war nicht in 3 Zoll, deswegen alles gut. Der Geräuschmarker wurde random bewegt, liegt jetzt da hinter dieser Pumpenstation und dem Nest. Okay, sonst gibt es auch keine Encounter mehr, ne? Gut, nur diesen einen noch. Das heißt, wir können jetzt vielleicht nochmal eine Runde looten und der Timo muss gucken, dass er ans Nest kommt. Vielleicht gehe ich ja auch ans Nest und snack mir das. Müssen wir mal gucken. Aber es ist ja noch Zeit. Also wir sind am Ende von Runde 6. Wir kommen jetzt in Runde 7. Haben im Prinzip noch 2 Spielrunden. Und wir gucken, wer beginnen darf. Die Raider haben eine 3. Die Survivor auch. Also würfeln wir neu. Raider haben eine 1 und die Survivor eine 4. Das heißt, der Timo fängt an. Und wir melden uns nach Runde 7. So, liebe Freunde, Runde 7 ist zu Ende. Und mein Leader hat jetzt, ich glaube, das dritte Mal nicht erfolgreich aktiviert, hatte nur eine Aktion. Er steht also da am Ende von Runde 7. Alle anderen, da lief es so lala. Sie hat nicht erfolgreich aktiviert, steht jetzt an der Lootkiste, konnte aber nicht looten. Der Mongrel wollte mich schon wieder angreifen, hat Linse gecharged, aber ist halt nur bis dahin gekommen, also nichts passiert. Der Fischer hat jetzt überlegt, denn er hat erfolgreich aktiviert, ob er hochgeht zum Looten oder ob er vielleicht lieber zum Nest geht. Und naja, da irgendwie beim Tibo nichts geht und seine Typen so lahm sind, habe ich gedacht, gehe ich schon mal dahin, aus Sicherheitsgründen natürlich nur. Mein Bandit King ist sehr an Sicherheit gelegen hier in diesem Gebiet. Dabei habe ich aber aus Versehen diese Horse Spider getriggert. Habe ich überhaupt gar nicht irgendwie gemerkt, aber da ist jetzt ein Horse Spider. Die ist zum Glück noch ein bisschen verwirrt gewesen, konnte sich noch nicht bewegen, steht aber da. Ja, und der Timo hat sich hier schon mal in eine gute Feuerposition gebracht. Vielleicht überlege ich mir das dann doch nochmal, ob wirklich der Fischer da hochklettert oder nicht. Und hier hat sein Psycho es geschafft, den Exton wieder aufzuheben mit dem Healing Touch. Exton hat aber dann nicht erfolgreich aktiviert, konnte nur aufstehen. Und jetzt stehen beide da und es wird knapp, Leute. Wir sind am Ende von Runde 7 und ja, sie machen sich bereit, hier hinzurennen, hochzuklettern und das Ei zu holen.
Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wer in der letzten Runde anfängt. Da haben die Raider eine 7 und der Tibo tatsächlich eine 9. Jetzt kann er mal hochwürfeln. Okay, Tibo, das heißt, du gibst zuerst Gas und dann sehen wir mal, wie es läuft. Ende Runde 8. Und was sehen wir hier? Einen vor Freude strahlenden und grinsenden Fischer, der erfolgreich hier hochgeklettert ist und das Nest gelootet hat. Das heißt, wir halten fest, die Banditen haben die Map geklärt, sage ich jetzt einfach mal so, und auch noch die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Erstmal noch kurz zur Runde. Lindsay hat es nicht geschafft, hier zu looten, weil es ging einfach nicht. Der Mongol ist dahin, hat dann erfolgreich gelootet, und zwar ein Light Weapon. Sehr cool, also habe ich wenigstens einen Loot bekommen, sonst aber nichts. Ein Light Weapon ist jetzt auch nicht so mega. Der Fischer, der geht da oben immer noch ab, der hat, ist für mich der Held des Spiels, hat nämlich drei Leute umgekloppt und hier erfolgreich gelootet. Ja, und hier unten treffen sich jetzt Stepano und Roland. Roland will natürlich jetzt, so wie es vereinbart war, sein Nest haben, sein Ei. Jetzt nur folgendes Problem. Stepano sagt, ja, guck doch mal hier, wir hätten da ein Ei, aber eben wir. Was hast du mir denn anzubieten, mein Freund? Naja, also zum einen habe ich natürlich ein paar deiner Kumpanen gerettet vor einem gefährlichen Chupacabra. Das wäre ja vielleicht eine Anregung. Außerdem habe ich gehört, dass bei dir das Plünder nicht so gut ist. Vielleicht kann ich dir etwas von meinem Plünder abgeben. Was hätten wir denn da im Angebot? Ich habe eine Armbrust gefunden, zum Beispiel. Ich gehört, die sind gut. Armbrust, Das stellt mich vor ein Problem, deswegen, wie sieht es denn mit Kohlen aus? Kohlen? Ja, also wenn ich meinen Plunder verkaufe, habe ich wieder welche. War das Geld dann ja auch für mich. Also würde ich sagen, dann machen wir es einfach so. Du gibst mir die Armbrust und ich übergebe dir das Ei und halte mich natürlich Ehrenmann, der ich bin, weil also hier Codex und so im Wasteland. Halte mich an den Deal und ja, wir machen es einfach so wie abgesprochen. Ja, das oder dass ich halt noch eine Armbrust bekomme. Genau. Aber das ist natürlich sehr ehrenhaft. Sieht sofort, du bist ein Ehrenbandit. Das heißt, das lief hier alles sehr gut ab, auf den letzten Drücker zwar, ja. Aber doch noch so ähnlich wie geplant. Und deswegen zeige ich euch mal einmal kurz die Karte. Wir kommen natürlich gleich noch zum Nachspiel, Auswertung, ins Wasteland schicken und so weiter. Wie ist das jetzt eigentlich? Du hast den da ja wiederbelebt. Der zählt jetzt nicht als Injury, ne? Also genau, du musst den nicht einfach alles super. Genau. Okay. Der Healing Touch war halt stark. Mega. Dennis hat sich ein bisschen gelangweilt, weil seine Horse Spider einfach abgeknallt wurde, zum Beispiel. Also die NPCs sind alle. Ging wirklich nicht. Also der Chupacabra hat einen umgenietet. Ja. Und ansonsten war nicht viel zu machen. Ja. Scheiße, 4 oder 5 sind auch von der Karte. Sind einfach von der Karte gegangen. Ja, das ist ein bisschen abgehauen, weil ja. Irgendwo war es hier hinten. Ja, die geballte Macht ist jetzt einfach hier hingekommen. So. Ja. Ja. Ja, also wir machen gleich noch im Detail die Nachbesprechung vom Spiel. Ich würde euch nur einmal gerne hier das Spielfeld zeigen. Also die Karte zeigen. Denn es hat sich ja etwas entwickelt. Und zwar, was haben wir denn hier? Come in, we're open. Mhm. Eine Flagge ist erschienen in der Mitte des Wastelands, in der Mitte des Kraters. Und ich glaube, man hört eine gewisse Musik im Hintergrund zusammen mit einer Durchsage. Wie war die Durchsage nochmal? Relikte und Waffen? Nee. Was gab's? Ähnlich, das glaube ich schon.
Also man kann es auch nicht genau entziffern, aber irgendwie ist da zusätzlich zu dem Peilsignal, zu dem Geräusch, was da ständig ausgestoßen wird, noch etwas hinzugekommen, was sich irgendwie nach Reliktwaffen anhört. Und ja, möglicherweise sieht man auch vom Rand des Kraters diese Megafahne, die da gerade ist. Könnte sein, ich weiß nicht genau. Und hier... Man sieht immer von links nach rechts und auch manchmal im komischen Zickzackverlauf eine Staubwolke. Oh, okay. Also, ne, habt ihr gehört, am Horizont beim Sonnenuntergang Staubwolken von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Immer hin und her, dabei irgendwelche Geräusche und so. Ja, was wird das denn hier? Das ist aber die falsche. So, mein Freund. Okay. Ich dachte, gelb, gold. Weißt du, wenn sich die Banditen schon an den Deal halten, ja, dann doch wohl die Survivor auch. Ehrenleute, wie sie sind. Guck mal, jetzt kann ich nämlich hier in dieses Nest meine goldene Fahne stecken. Damit sieht es nämlich so aus, dass der Timo zwar weiterhin nur eine Fahne hat, aber das Szenario erfolgreich abgeschlossen, ebenso wie ich. Und ja, es einfach eine kleine Entwicklung gab und ein bisschen weiterging. Wir bauen jetzt um und stellen mal die Warbands auf und gucken mal, wer ins Wasteland geht und lootet und sind dann gleich wieder da. Tibos Warband sieht so aus nach dem Spiel. Keine Verletzung, weil ja ein Healing Touch, ein Wunder ist geschehen und es wurden Wunden wiederhergestellt. Dementsprechend sind die beiden hier am Start und der Leader auch. Ich vermute, du schickst beide ins Warland? Das ins Warland, nein. Ins Warland. Ich stehe ins Warland, weil Warland ist viel cooler als das Wasteland. Warland. Ja, Warland ist das Musical. Musical Warland. Da schicke ich die Leute hin. Und dann will ich auch mal anfangen. Ja. Dann mach das. Pass auf, wir hatten gerade darüber gesprochen, wir gehen aus diesem Ding beide als Szenariosieger vor. Wir machen aber jetzt, weil ja eigentlich der Szenariosieger immer zwei Karten extra umdrehen kann oder austauschen kann, dann lassen wir das, würde ich sagen, einfach beide weg. Dann ist das ein bisschen ausgeglichen. Ja, genau. Ne? Das heißt, das, was da liegt, ist das, was zählt. Und das ist der Elite, ne? Das ist die Elite, okay. Dann fangen wir den noch an. Und ein Special Ding. Oh, geil. Kreuz Bube. Wo ist er denn? Ja, hier. Der Jack of Clubs, also der Kreuz Bube, führt den Extend down below. Da ist es so, dass er durch eine Abwasserkanalanlage, eine intakte, also eine fast vollständig intakte Abwasseranlage kriegt, wo tatsächlich nur eine einzelne Person durchpasst. Er muss dafür einen Survival-Test machen gegen die 10. Wenn er da erfolgreich ist, dann findet er einen versteckten, versteckte Loot Crate, könnte man sagen, mit Supplies drin. Die sind 20 Coins wert und einen versteckten Tunnel. Durch diesen versteckten Tunnel hat er folgenden Vorteil. In den nächsten, oh geil, W3 Kampagnenspielen bekommt dieses Modell den Ranger Skill umsonst. Das heißt, das ist das mit dem Aufstellen. Wie infiltrieren, genau, wie infiltrieren ist das, ne? Mega. Wenn er allerdings den Survival Test verkackt, dann hat das Modell beim Durchklettern und beim Öffnen der Sachen da aus Versehen darin eingeschlossenes Methan rausgelassen, aktiviert, was zu einer geringeren Explosion führt. Dadurch bekommt das Modell einen Stärke 6 Treffer. Ja. Ist also nicht tatsächlich ganz ungefährlich. Er könnte das auch alles ignorieren. Und er traut sich nicht wirklich weiter in die Tunnel rein, bleibt weiter vorne. Und dadurch, weil er halt nur einen Teil des Tunnelsystems erforscht, bekommt er nur im nächsten Kampagnenspiel den Ranger Skill, aber eben keine Kohle. Aber ich würde sagen, Survival-Test ist gegen Metal. Da es deine Elite ist, wird das heißen 4-Plus-Wurf. Ja, der ist natürlich immer schlecht in Metal-Tests, aber wir versuchen es trotzdem. Aber eigentlich sind es schlechte Aktivierungstests. Ja. Und das ist eine 1. Ja, natürlich. Timo hatte recht. Er ist schlecht in diesem Test. Okay, ist eine 1. Also ein Stärke 6 Treffer. Stärke 6 Treffer gegen meine Verteidigung von
7 jetzt durch die Rüstung. Ich weiß nicht, ist. Ja, so eine Explosion, aber er hat eine Rüstung an, die schützt ihn, klar. Also wir würfeln beide mit dem gleichen Würfel. Der erste, der hier gleich rollt, das ist der vom Tibo für. Nee, Moment, anders. Der erste, der hier rollt, ist meiner für den Stärketreffer, weil du dich verteidigst, würde ich sagen. So, das ist eine 9. Das ist eine 2. Gegen eine 2. Das heißt, das Modell Treffer wird getroffen. Aber wie ist das jetzt? Er hat ja 2 Lebenspunkte. Ist das jetzt egal? Es ist relativ selten, dass ein Nicht-Leader mehrere Lebenspunkte hat, aber er hat nun mal 2 Lebenspunkte. Natürlich, bevor er ins Wasteland gegangen ist, wurde er nochmal von dem Healing Touch berührt. So. Weiß ich nicht tatsächlich, ob der dann das nächste Spiel mit einem Lebenspunkt nur anfängt, also mit einem Lebenspunkt weniger. Dann lass uns das doch auswürfeln. Pass auf, dann nimm mal hier irgendeinen Würfel, keine Ahnung, den W10 auf 1 bis 5 ist es so, dass er vollständig geheilt trotzdem zukommt, weil er nun mal 2 Lebenspunkte hat. Und auf nur 6 bis 10 startet er mit einem Lebenspunkt. Okay. Er hat kein Problem, keine Schmerzen. Er startet ganz normal. Wahrscheinlich hat sie ihn dann nochmal geheilt. Richtig. Dafür hat man ja Medex. Er ist ja auch noch ein Healer. Genau, stimmt. Alles Heiler da. Allerdings, was ein bisschen schade ist, jetzt ist er kein Ranger und kein gar nichts. Er hat einfach nur verkackt. Genau. Aber das gut, ihm ist nichts weiter passiert. So, dann machen wir weiter. Das sind 4, das sind 12 Coins. Genau. Besser als nix. Damit ist das aber schon mal abgehakt. Wir gucken jetzt noch in das Kampagnen, in das Szenario. Den, ich würfel noch mal Geld. Achso, stimmt, du hast ja noch deine Zusätze. Für den Skill, das sind 3, und wir kommen hier auf 15. Okay, auf 15. So, und bei dem Szenario ist es nämlich so, für jeden Bereich, den man gelootet hat, kriegt man 5 Coins. Du hast wie viele Bereiche gelootet? 2 Stück. Also kriegst du 10 Coins, das ist gut. Und ansonsten bekommt man nur Experience Points. Das heißt, das machen wir dann nach dem Spiel. Aber du gehst jetzt insgesamt raus mit 25, abzüglich der Warband-Kosten, aber trotzdem, ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, dann bauen wir kurz um und schauen mal, was der Machine Shop so macht. Ja, hier ist der Machine Shop. Stepano hat hier erfolgreich die Mission abgeschlossen und schickt diese beiden Figuren, nämlich Lindsay und den Fischer, ins Wasteland. Er darf leider nicht, weil er ein Animal ist. Und wie vorhin beim Tibo auch, kann ich keine Karten neu ziehen. Deswegen das, was da liegt, gilt. Einmal für sie, einmal für ihn. Und wir haben hier... Oh, cool. Kreuz Dame. Machen wir auch direkt. Cool, die Kreuzkarten sind dann schon bald alle weg. Queen of Clubs. Oh geil, es geht in einen Waffenladen, einen Gunshop. Das Modell folgt einem Tipp und findet tatsächlich einen, teilweise zusammengebrochenen Gunshop, der schon ordentlich gelootet wurde. Aber unter einem verbogenen Tragbalken scheinen noch tatsächlich ein paar Munitionskisten rumzuliegen. Das Modell muss da deswegen einen Stärketest schaffen gegen die 10. Wenn es das schafft, kann er das Ding, kann sie diesen Balken zur Seite ziehen, dabei 15 Coins finden und die Warband bekommt die Pre-Fall-Ammo-Relikt für lau. Damit kann man eine Waffe tunen und dann gibt es da irgendwas, keine Ahnung. Und unterliegt allen normalen Regeln für Relikte. Wenn ich das nicht schaffe, dann rutscht dieser Tragbalken dem Modell aber aus den Händen. Das ganze scheiß Gebäude stürzt ein, also genauso steht es hier übrigens auch im Text. Und fast erwischt es das Modell mit, aber eben nur fast, denn das Modell, es ist ja auch Linse, nein, das steht da nicht, aber das Modell kann noch gerade so da rausrennen, bekommt aber gar nichts. Ich kann das ignorieren. Und deswegen finde ich einfach ein bisschen Brass is Messing, ne? Oder Kupfer. Auf jeden Fall irgendein Metall, was ich dann verticken kann, was mir 10 Coins bringt. Ich gehe das Risiko aber mal ein, weil nämlich Lindsay zum einen Stärkewert hat von, okay, nur 5. Die Waffen bringen ihr da nichts, würde ich sagen. Also, auf die 5 plus. Mach ich einfach mal. Oh, genau geschafft. Also, 15 Coins und Pre-Fall-Ammo. Mega. Und 6x3, 18 Coins, nicht schlecht.
Ich bekomme jetzt noch keinen Income durch meine Felder, weil es mein erstes Spiel war. Der Tibo bekam 5 Coins noch dazu, hatten wir vorhin vergessen zu sagen. Ich bekomme pro gelooteten Teil 5 Coins. Ich habe 2 gelootet, das heißt, ich kriege 10. Kills bringen mir leider keine Kohle. Und damit habe ich 10, 15 und 18 Coins, bin ich bei 28, 33, bei 43 Coins, mit denen ich da rausgehe. Ist gar nicht so schlecht. Und der Prefall-Ammo und eine Armbrust. Oh, und ein Light Weapon, den ich ja selber gelootet hatte ich vorhin. Ne? Cool. Ja, das heißt für mich, ich muss mal gucken, ich glaube der Fischer, der hat ordentlich Erfahrung gemacht, aber ich muss gleich mal gucken, wer wie viel gemacht hat und wer vielleicht aufsteigt. Das machen wir so wie in den anderen Spielen auch, zwischen den Games, ohne Kamera. Und beim nächsten Mal, wenn ich spiele, seht ihr meine Warband, wie sie sich entwickelt hat. Und beim nächsten Mal, wenn der Tibo spielt, seht ihr seine Warband, wie sie sich entwickelt hat. Hier nochmal die Karte zum Abschluss. Und den Tibo zum Abschluss und dann sind wir auch raus. Tschö! Ciao.